Warum ist es wichtig, dass Kinder und Jugendliche ein Bewusstsein für Demokratie erlernen? Kinder und Jugendliche müssen ein Bewusstsein für Demokratie entwickeln, wenn man eine demokratische Gesellschaft haben will. Ansonsten ist es hinterher eine Gesellschaft ohne Demokraten. Wie kann Schülerinnen Demokratie in der Schule näher gebracht werden? Also ganz wichtig ist, wenn man in der Schule Demokratie unterrichtet, darf sich das nicht nur auf ein Fach beziehen. Man darf das nicht an das Fach Politik delegieren und sagen, wir machen jetzt Institutionenkunde und hinterher wissen alle, dass es einen Bundesrat gibt und Gewaltenteilung, sondern es muss sich eigentlich im gesamten Unterricht und in der Schulkultur wiederfinden. Also das heißt, die Kinder müssen auch lernen und das Gefühl haben, dass sie selbst wirksam über Dinge mitbestimmen können. Das kann sich in allen Stufen des Unterrichts wiederfinden, aber auch in der Schulkultur, in den Projektwochen durchgeführt werden, wo Schüler zum Beispiel auch über die Themen mitbestimmen dürfen. Innerhalb der Klassenstruktur, in dem es einen Klassenrat gibt, in dem sie über ihre eigenen Dinge mitentscheiden dürfen. Welche Beispiele hast du noch aus der Laborschule? Wie setzt ihr das um? Also in der Laborschule setzen wir das so um, dass schon die Kleinsten bei uns tatsächlich mitbestimmen dürfen. Es hat bei uns einen Verfassungsprozess gegeben bei den Kleinen, also das heißt im Jahrgang 0 bis 2. Dort haben die Pädagogen für sich eine Verfassung erarbeitet, in der sie festgelegt haben, welche Rechte sie den Kindern eigentlich einräumen. Und das ist halt sehr interessant, dass die Kinder zum Beispiel nicht das Recht haben, darüber zu entscheiden, ob sie rechnen, lesen und schreiben lernen dürfen, müssen. Oder, also sie können nicht in die Schule kommen und sagen, das will ich nicht. Aber sie dürfen zum Beispiel darüber entscheiden, ob sie beim Mittagessen zuerst den Nachtisch essen oder dann den Hauptgang. Und das war tatsächlich ein sehr umstrittenes Thema, über das man stundenlang diskutieren kann. Oder ein anderes schönes Thema ist zum Beispiel auch, darf ein Kind im Winter ohne Jacke rausgehen? Ja, da sage ich jetzt aber nicht das Ergebnis. Doch, das Ergebnis ist, dass es da keinen Konsens gegeben hat unter den Erziehern und Erzieherinnen, sondern das ist in der Verfassung offen gelassen worden, weil die sich darüber nicht einigen konnten. Also das heißt, dass das unterschiedlich gehandhabt wird, je nachdem, wo die Kinder in welcher Gruppe sie sind.